Hi Loot-Freunde! Am 3.9. wurde auf der offiziellen Conan Exiles Seite ein Countdown freigeschaltet, der zu einer Ankündigung am 10. September führt. Jetzt wurde ich ja häufig schon gefragt, Bombardin, sag mal, wie sieht das nächste Conan Exiles Update denn aus? Weißt du da was? Und die Antwort ist ganz klar. Nein, natürlich nicht, und all diejenigen, die euch in ihren Videos ihre Infos als einzig wahre Wahrheit verkaufen wollen, sind schlichtweg Lügner. Dennoch habe ich jetzt auch mal ein bisschen recherchiert und ein paar Informationen zusammengetragen, die für das nächste Update interessant sein könnten. Das heißt, auch bei mir erhaltet ihr nichts weiteres als Spekulationen, aber zumindest unterfüttert mit ein paar Fakten und Quellen, die ihr auch in der Videobeschreibung verlinkt findet. Beginnen wir mal mit der Twitter-Nachricht. Dark clouds on the horizon, whispers of chaos and a demonic storm, and in the vortex, the Black Tower seeks to dominate all life. Be prepared. Ich habe das mal frei übersetzt. Dunkle Stürme am Horizont flüstern von Chaos und ein dämonischer Sturm, und im Wirbel versucht der schwarze Turm, alles Leben zu unterjochen. Sei vorbereitet. Das Ganze soll sich jetzt auf die sogenannte Island of Zypta beziehen, die in der Kurzgeschichte The Gem in the Tower von L. Sprague de Camp, sorry wenn ich das falsch ausgesprochen habe, und Lynn Carter vorkommt und erstmals 1978 veröffentlicht wurde. Diese Geschichte wiederum basiert auf Carters Black Moonlight von 1977. Ich fasse euch die Geschichte mal kurz und knapp zusammen. Den vollen Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Da könnt ihr alles nachlesen, ist aber auf Englisch. Es geht hier darum, dass Conan und eine Crew von Piraten einen Kristall im Turm des Magiers Zypta suchen. Dieser Turm wird von einem Fledermausdämon beschützt, der die ganze Crew bis auf Conan tötet. Der wiederum haut das Vieh zu Brei und zerstört zum Schluss den Kristall. Wie komme ich denn jetzt auf diese wilde Idee, es könnte sich beim nächsten Update um die Isle of Zypta handeln? Wie gesagt, ich betone, es handelt sich um Spekulationen, noch ist gar nicht sicher, dazu müssen wir bis zum 10. September warten und natürlich gibt es dann auch wieder ein Video von mir dazu. Also, gehen wir zunächst mal zurück zum Twitter-Posting. Dunkle Stürme am Horizont haben wir hier. Und das könnte sich auf den ersten Teil der Geschichte beziehen, das erste Kapitel, der sich Death on the Wind schimpft. Und Wind und Sturm sind jetzt nicht unbedingt weit voneinander entfernt. In diesem Teil der Kurzgeschichte teilt der Zauberer der Piratencrew Conan mit, dass er Tod auf der Insel spüre. Flüstern und Chaos und ein dämonischer Sturm haben wir in der Twitter-Nachricht. Das könnte sich ebenso auf dieses Kapitel der Geschichte beziehen. Dann haben wir den Vortex oder eben Wirbel, dazu kommen wir gleich noch. Und last but not least gibt es dann noch diesen schwarzen Turm, der alles Leben unterjochen will. In der Kurzgeschichte geht es ja, wie schon gesagt, um diesen Turm des Magiers Zypta und den magischen Kristall. Der Kristall könnte wiederum dann der Gegenstand sein, der alles Leben unterjochen will, und der Kristall ist ja in diesem Turm. Ganz interessant vielleicht auch noch an dieser Stelle, Kapitel 9 der Kurzgeschichte heißt Slave of the Crystal. Also unterjochen, Slave, Kristall, könnte passen. Es scheint also vieles auf die Isle of Zypta hinzudeuten, und es gibt sogar noch mehr Beweise, und zwar neue Steam Achievements, die vor einiger Zeit mal geleakt wurden und mittlerweile wieder auf versteckt geschaltet sind. Ich habe euch hier mal die Achievements von einem User, der die ins Forum gepostet hat, eingeblendet. Wie gesagt, Link zur Quelle ist in der Videobeschreibung. Wir haben hier bei diesen Achievements Zypta stehen und wir haben auch den Mahlstrom stehen. Ja, was ist denn jetzt ein Mahlstrom? Und da kommen wir jetzt wieder zu diesem Vortex zurück oder Wirbel, denn im Endeffekt ist ein Mahlstrom ja nichts anderes als ein riesiger Wasserwirbel. Und auch der Turm taucht in diesen Errungenschaften wieder auf. Was heißt das jetzt für uns? Es besteht die Möglichkeit, dass wir uns demnächst zur Isle of Zypta begeben und dort eine an diese Kurzgeschichte angelehnte Geschichte nachspielen dürfen. Aber ist die Isle of Zypta eine neue Map? Einen Anhaltspunkt liefert der Quartalsbericht von 2019 aus dem vierten Quartal von Funcom. Hier steht geschrieben, dass ein bezahlter Map-DLC für Conan Exiles erscheinen soll, und das würde ja
eigentlich ganz gut zu der oben genannten Sache passen. Jetzt wurde ich auch häufig gefragt, wie sieht's denn mit einem Magiesystem aus? Und ich sage mal so, es könnte kommen. Aber mein persönlicher Eindruck ist, dass mehr Sachen dagegen sprechen. Zum Beispiel die Tatsache, dass Funcom selbst schon mal ausdrücklich gesagt hat, dass Magie nicht zur Lore von Conan passt, sondern lediglich solche Sachen wie Nekromantie, also so ja, kleine Zaubereien in dem Sinne. Und Nekromantie haben wir ja schon im Spiel. Dass man aber auf solche Aussagen nicht zu viel geben sollte, hat uns das Mount-Update bewiesen. Denn Mounts wurden ja auch jahrelang verleugnet, mit der Begründung, dass die Serverstabilität und die Technik dies nicht hergeben würden. Und ja, dann kamen ja doch Pferde ins Spiel. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass wir sehr wahrscheinlich die Isle of Sipta erkunden werden, und zwar in einem kostenpflichtigen Map-DLC. Wie die Umsetzung jedoch aussieht, das werden wir erst am 10. September erfahren. Fakt ist wohl, wenn wir diesen Steam-Errungenschaften Glauben schenken dürfen, dass wir auch eine neue Waffen- und vielleicht Werkzeuggattung bekommen werden, nämlich diese Eldarium-Items. Alles andere ist und bleibt Spekulation. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, gebt gerne eine positive Bewertung und schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Das war's von mir, habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao!